romantischer Konflikt. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das so eine klassische Frage ist, die sie Menschen heute alle noch umgibt. Und zwar, für was entscheide ich mich in meinem Leben? Was will ich? Entscheide ich mich für persönliches Glück, für die Liebe oder für Erfolg, Sicherheit und Reichtum? Und diese Frage muss sich Felix Krull auch stellen. Und er ist spannend. Ich glaube, Thomas Mann wäre auf jeden Fall mit den neuen Texten von Kehlmann auch zufrieden, weil Kehlmann, ich weiß nicht, ob Buck das schon erzählt hat, aber Kehlmann hat ja mit 16 das Gesamtwerk gelesen schon von Thomas Mann und kennt schon die Sprache und das war toll, weil wir hatten teilweise Szenen, in denen wir gemerkt haben, ah, da fehlt noch was, wir brauchen hier einen neuen Satz, den können wir aber nicht einfach so erfinden. Dann haben wir Kehlmann SMS geschrieben und der hat dann ganz schnell kam mit irgendwas Perfektem, was sich nach Thomas Mann anhörte. Aber sonst kann man nur hoffen, dass er sich das auch angucken würde mit dem Wohlwollen einem Film gegenüber, der sein Werk eben nur als Grundlage hat. Das ist natürlich auch immer der Punkt, ne? Wie verneint man nicht eine Historie, ne? Oder wie es ja trotzdem damals irgendwie vielleicht auch anders war. Also finde ich einen richtig wichtigen Punkt und eine interessante Entscheidung auch, wie geht man heute künstlerisch damit um, um nicht Historie zu verneinen, aber trotzdem auch nicht immer wieder Stereotype zu erzählen.